Hallo und willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf Mr. Turkington TV. Heute wieder eine Get Digital Abo Box und zwar die aus dem April. Die ist diesmal etwas größer als die letztes Monat. Bin gespannt, was drin ist. Es ist noch etwas schwerer als sonst, also ich bin sehr gespannt. Bei den letzten Abo Boxen war ich ja, bei der letzten war ich sehr glücklich, bei der vorletzten nicht so. Wer die Get Digital Abo Box noch nicht kennt, Get Digital ist ein Shop, der unter anderem dieses Abo verkauft, aber auch sehr viele nerdige Sachen. Also erstmal solche T-Shirts wie hier. Das war auch eins der T-Shirts, die dabei waren in den letzten Abo-Boxen. Home is where your Wi-Fi connects automatically. Oder auch sowas wie dieser klassische Taschentuchhalter von Big Bang Theory. Aber auch viele andere Sachen. Ein Stofftier vom dreiköpfigen Affen aus Monkey Island und so weiter. Das Abo schwankt zwischen fantastisch und geht so. Also bei den T-Shirts ist ja immer ein Volltreffer, bei den Gadgets ist es halt sehr oft bedingt, was einem gefällt. Ich bin dieses Mal gespannt, ich habe es wieder nicht ausgepackt, ich warte ja immer darauf, bis ich das Unboxing-Video mache. Und bin jetzt gespannt. Zu den Preisen, das T-Shirt-Abo kostet 10 Euro, plus 1, 2 Euro mehr für Girly-Shirts oder XXL-Shirts. Oder das Abo mit nur dem Gadget, das kostet um die 15 Euro, lohnt sich auch immer. Also die Sachen sind immer mehr als 15 Euro wert. Aber manchmal sind natürlich Sachen, die man weniger gebrauchen kann. Ich erinnere mich an die Induktionslautsprecher. Ich habe Bluetooth-Lautsprecher. Also natürlich sind das coole Sachen, alles nerdig. Da ist nie irgendwie das Problem, nur manchmal kann man es brauchen, manchmal kann man es nicht brauchen. Die Tiere sind eigentlich immer klasse, haben auch Fruit of the Loom-Qualität. Also macht man nichts falsch. Für 10 Euro kriegt man nicht solche tollen Shirts, wenn man ganz ehrlich ist. Aber jetzt sind wir gespannt, was hier drin ist. Ich schneide es jetzt mal auf. So, hier. So, dann wollen wir mal gucken. Okay, das T-Shirt zuerst. Ich weiß nicht, hier noch ein anderes. Oha. Ich habe es jetzt schon gesehen. So, schaut zur Seite. Und ich bin jetzt schon begeistert, muss man sagen. Tea. Earl Grey Hot. Aus Star Trek. Der klassische Picard-Spruch. Finde ich richtig geil. Sehr, sehr cool. Auf jeden Fall. T-Shirt hat überzeugt dieses Monat. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was das Große ist. So. Okay. Es ist Bastelstunde. Und das ist ein Bausatz. Von Da Vinci. Da gab es, glaube ich, ein ganzes Set, was die angeboten haben. Also auch die Flugmaschine und sowas. Und man hat das Katapult. Funktionsfähiges Modell eines Katapults von Leonardo da Vinci. Inklusive Ton zum Formen von weichen Kugeln. Sehr, sehr cool. Einfache Montage. Abmessung Fertigmodell 41 x 25 x 16. Also doch eine gewisse Größe. Sieht auch so sehr wertig aus. Schauen wir mal da rein. Das wieder Teaser. Erstmal, Moment, ich schaue erstmal, was das kostet im Shop. Wir haben gesagt, 15 Euro rund für den Da Vinci-Bausatz. Aha, okay, 20 Euro kostet der Bausatz alleine. Und es gibt neben dem Katapult eine Brücke. Okay, da sind wir mal froh, dass wir die nicht gekriegt haben. Die hätte mich genervt. Und dann gibt es noch die Luftschraube. Okay. Ja, die wäre auch cool gewesen, muss man sagen. Vielleicht ist auch jeweils beides drin. Es hat schon öfters, dass dann verschiedene Gadgets drin sind. Aber, wie gesagt, Katapult finde ich gut. Ich weiß, ob ich es mit in die Arbeit nehmen soll. Michi Blake kann was dazu schreiben. Auch, dass der Ton dabei ist, finde ich cool. Jetzt machen wir es mal kurz auf und schauen uns das mal an. So, ist geöffnet. Okay. Okay, 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 okay. Also... Bedienungsanleitung 1. Einmal in Englisch, einmal in Deutsch. Und hier im Endeffekt. Also alles aus richtigem Holz gemacht. Und wirklich, es ist ein Lehmball da. Das finde ich ja cool gemacht. Echt cool. Ja. Sehr schön. Dann können wir gleich was zum Zusammenbauen. Dann ist ja der Samstag, der 2. Mai, heute gerettet.
Ich werde das Video dann gleich releasen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und wie gesagt, die Gadigital Box allein wegen dem Shirt. Vielen, vielen, vielen Dank, Gadigital. Wieder eine super Komposition. Ich finde das so geil. Michi, am Montag zieh ich es an. Wie gesagt, das Katapult ist eigentlich mal eine geile Idee. Also, cool. Freut mich. Gadigital, wenn ihr das wieder seht, 2 Daumen hoch diesmal. Sehr gut. Bitte so weitermachen. Finde ich klasse. Und euch wünsche ich viel Spaß am heutigen Samstag noch. Lasst es euch gut gehen. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Ich bin noch nicht ganz sicher, was ich als nächstes Video machen werde. Es wird auf jeden Fall ein bisschen was mit Visual Studio zu tun haben. Nachdem ich ja, auf der Bildkonferenz, auf dem Public Viewing in München war, und da viele Ersteindrücke gesammelt habe und ihr auch merkt, auf meinem Blog www.mrturkleton.de geht es ja auch jetzt primär auch viel um IT-Themen. Erstes Review von dem richtig genialen Schrödinger vom Rheinwerk Verlag. Ich bin derzeit noch an der Review dran zu SQL-Programmierung. Da hat mir der Rheinwerk Verlag auch ein E-Book zur Verfügung gestellt. Das werde ich auch noch durcharbeiten. Ist aber ein Riesenwälzer über 1000 Seiten. Da ist ein bisschen Arbeit. Was ist 800? 1800 Seiten. Auf jeden Fall selbst als E-Book sehr dick. Und ja, das war das nächste Kommen. Let's Play-technisch habe ich mir heute Marvel Heroes mal wieder runtergeladen auf Steam. Ist im Endeffekt ein Mini-RPG im Marvel-Universum. Viele haben ja den Podcast wahrscheinlich gesehen von Teddy Gone. Ja, das wird vielleicht was. Star Trek Online ist sehr gefloppt, muss man sagen, leider. Von den Aufrufen her. Das habe ich leider beenden müssen. Ansonsten wird es ja auch wieder ein bisschen wieder Heroes of the Storm Action geben. Aber ihr werdet es ja spätestens in meinem Channel sehen. Von dem her, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Mr. Turkleton. Ciao, ciao.